Nils Heidmann, Oberleutnant. Richtig. Ja, und die Flugvorführung haben wir uns gestern schon einmal angeschaut. Das erwartet die Zuschauer jetzt. Ich glaube, das ist eine ganz große Attraktion. Was ist da alles vorbereitet? Das sind zwei NH90 bzw. CH53 ist auch noch mit dabei, 4 H145 und zwei Tiger-Hubschrauber, wenn ich mich nicht irre. Ja, war beeindruckend, die Vorführung. Ja, war ein beeindruckendes Display, genau. Da wurde gezeigt, was das Heer so kann, wenn alle Hubschrauber zusammenspielen. Wir sitzen in einem Hubschrauber, der ist nicht mitgeflogen, aber hat natürlich auch so seine ganz speziellen Eigenheiten. Genau, wir sitzen hier in der Medivac-Variante vom NH90, vom taktischen Transporthubschrauber. Wir sind zu zweit hier drüben. Nebenan haben wir noch die Chase-Variante, die Sicherungsvariante, der Sicherungshubschrauber. Dieser Hubschrauber hier ist in Mali auch eingesetzt, zusammen mit der Chase, mit dem Sicherungshubschrauber. Dort führen wir durch Verwundetenrettung und landen halt in die Landezone rein, bergen die Verwundeten und gehen dann auch wieder raus. Ja. Es ist ja, ein Hubschrauber ist ja eigentlich nicht mehr so ein Hubschrauber nur, sondern es ist ein ganzes System. Der NH90 ist ein sehr komplexes Waffensystem, einer der modernsten, die die Bundeswehr hat. Wir haben hochmoderne Computer hier drin. Im Vergleich zu den Altmustern, die wir vorher hatten, waren das alles noch analoge Systeme. Jetzt ist das alles digital auf Displays eingespielt und die den Piloten auch dabei unterstützen. Also wir haben ein sogenanntes Helm-Display, wo dann Fluginformationen in das Auge eingespielt werden. Und dann können wir mit den Displays auch noch verschiedene Funktionen uns einstellen. Ja. Wie lange fliegt denn der Nils Heidmann schon? Ich bin seit 2008 in der Bundeswehr und seit 2010 in der Fliegerei habe ich meine Grundausbildung oder die fliegerische Grundausbildung angefangen. Und seit 2016 bin ich ausgebildet auf dem NH90. Und schon immer klar gewusst, das will ich mal werden? Nein. Das war es noch nicht. Ich bin relativ spät mit dem Gedanken, in die Fliegerei zu gehen, irgendwie groß geworden. Es war dann erst, glaube ich, mit Beginn des Abiturs, mit der Oberstufe, habe ich dann angefangen, was möchte ich mal werden. Und dann habe ich den Gedanken gehabt, halt in die Fliegerei zu wechseln. Und damals dann auch noch in Verbindung mit der Grundausbildung bin ich dann jetzt hier bei der Bundeswehr gelandet. Schon mal bereut? Nein. Wie ist das zu empfehlen für den Nachwuchs? Ich glaube, Hubschrauberpilot will man natürlich als Junge schon gerne werden oder fast jeder oder eine andere Maschine eben fliegen. Aber dann kommt die Zeit, wo alles so ein bisschen unrealistisch wird, in die Ferne, so als Traum irgendwo hinten verschwindet. Wie kann man so einen Traum sich denn realisieren? Also vornherein muss man sagen, man ist sich nie ganz sicher, ob es auch mit der Fliegerei klappt, weil man nicht weiß, ob man die motorischen Fähigkeiten oder psychischen Fähigkeiten überhaupt innerlich oder überhaupt besitzt, weil manche Fähigkeiten sind sehr schwer anzutrainieren. Für mich war das einfach erstmal ein Ziel, was ich verfolgt habe und dann mit den einzelnen bestehenden Tests hat sich das immer mehr finalisiert und konkretisiert und dann war das irgendwie für mich auch irgendwie der einzige Weg nur noch. Ja. Na dann, bleiben Sie auf dem Weg, viel Erfolg. Gut, wie sagt man, Hals- und Beinbruch oder was ist der Spruch bei den Fliegern? Im Wasser heißt es ja immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ja, eine Handbreit Luft unter den Kufen, kann man auch sagen. So geht's. Genau. Sehr gut. Vielen Dank.